Gerne, meine Lieben. Ja, ich kriege heute spontan Besuch und ja, ich wollte einen Kuchen backen, aber mir fehlen irgendwie ein paar gewisse Zutaten. Also habe ich doch mal in den Kühlschrank geguckt oder ins Gefrierfach, was kann ich denn mal machen oder zaubern oder sonst irgendwas. Jetzt habe ich zwei Rollen mit Blätterteig ausgerollt, aufgetaut und ich werde die jetzt in 6 Streifen schneiden, habe die jetzt mit Creme Fraiche beschmiert und habe eine Haselnuss- und Vanillezuckermischung angerührt und Äpfelchen in Zitronenwasser kurz in die Mikrowelle gestellt, damit die warm werden. Und jetzt zeige ich euch das mal eben. Ihr seht jetzt hier, das sind die bestrichenen Blätterteig. Ja, diese Stücke, die Rechtecke, bisschen mit Creme Fraiche. Und hier habe ich 2 Äpfel in ganz dünne Scheiben geschnitten mit Zitrone und Wasser in die Mikro gestellt. Und hier habe ich etwas Haselnuss gehackt mit Vanillezucker gerührt. Jetzt habe ich die jeweils in so 6 Streifen geschnitten und werde jetzt, damit das einfacher ist, das Ganze bestreuen. Jetzt seht ihr, jetzt habe ich die hier überlappend aufeinander gelegt und den unteren Rand praktisch hochgeklappt. Und jetzt rolle ich das praktisch ein und dann entsteht ein schönes Röschen. Wow, so ist schon mal die erste super gelungen und die setze ich jetzt in ein Muffinförmchen. Am besten wäre natürlich, wenn ihr ein Muffinblech habt mit diesen Aushöhlungen. Habe ich leider nicht. 4, 5, 6. Ja, ihr Süßen, das sind meine Apfelröschen und ihr seht hinten, habe ich die jetzt einfach nur noch ohne Äpfel gerollt, weil ich müsste die dann jetzt wieder nochmal neu schneiden und dann in die Mikrowelle packen und auch Äpfel habe ich zu wenig. So, der kleine Mann ist jetzt ungeduldig, weil er sieht die guten Förmchen und die findet er jetzt ganz spannend und will die haben. Aber die kommen jetzt erstmal für eine halbe Stunde in den Backofen und danach werden die mit Puderzucker bestreut und dann sieht das richtig, richtig toll aus, wenn man Besuch hat. Dabei ist das echt gar keine Arbeit und eigentlich ist das hier nur so ein, ja, eine Notfallgeschichte, weil ich keine Zutaten mehr habe für den Kuchen.